fünfte Runde. Ja, wir erweitern das einfach. Wir erweitern es einfach, das ist bestimmt alle mit einverstanden. Schuh, dann sind wir jetzt mal wirklich gespannt auf die Runde. Wir haben jetzt Weg des Kriegers, wie gesagt. MDiv 1 gegen Odemortis. Es steht 1:1 in dem Best of 4 in dem Halbfinale des nächsten King of the Sea. Ich glaube Nummer 4. An der Stelle nochmal herzlich willkommen an alle Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Ihr habt zwei grandiose, spannende Matches verpasst. Ich hoffe, dass das dritte jetzt genauso spannend wird. Mindestens genauso spannend. Aber das kannst du fast nicht toppen. Das erste war knapp und das zweite war das war nicht knapp, das war einfach nur what? Das kannst du nicht mehr toppen. Das ist einfach unglaublich. Vielleicht schaffen sie es nochmal. Naja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So. Somit fängt es Game auch schon an. Dritte Game jetzt. 1:1. Odemortis gegen MDiv. Wir haben es wieder wie gehabt. Was haben sie so ein Setup abgeändert? Nee, eigentlich nicht. MDiv spielt wirklich 1:1, fast beim selben wie in der ersten Runde. Haben jetzt quasi die Manotor wieder ausgetauscht durch hier in Hindenburg. Sie haben Spieler rausgenommen. Der 1:0:1 ist raus. Climax haben sie dafür rein wieder, kann das sein? Ja, es wurde vorhin ausgetauscht. Genau. Für die Moskwa, glaubt. Nee, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß nicht mehr wer. Auf jeden Fall. Irgendeiner. Sie haben so die Schiffe geswitcht, von Spielern her, als auch quasi Spieler an sich. Aber egal. Es schaut natürlich auf Seiten von MDiv so aus, dass wirklich hier mit 5 Schiffen Hindenburg, Doppel-Hindenburg, Gearing, Moskwa und Yamato sich über zum Ark begeben. Der gesamte Rest Doppel-Hindenburg, sowohl hier Luminiak mit seiner Montana, zwischen Sphere und Seekap kann man noch nicht ganz genau erkennen, was sie davor haben. Man sieht es schon durch unten im Süden, die eine Torpedostaffel, die abgeschickt wurde zum Spotten, schon einiges von OM aufgemacht. Okay. Wir haben einen Split der Streitkräfte, wir haben die Gearing auf dem Weg Richtung B-Cap. Wir haben die Minotaur zusammen mit der Hindenburg und dem großen Kurfürsten zwischen B und C. Wir haben eine andere Gearing Legend beginnt auf dem Weg Richtung A zusammen mit dem kleinen Imperator of Chaos und Lock and Power in der Montana. Diesmal... Ja. Yep. Oh, da kommen schon die ersten Salven auf den kleinen. Kann da aber mehr oder weniger ausweichen. Ich bin mal gespannt, auf welcher Seite es zuerst richtig rund geht. Weil ihr habt, wie gesagt, wieder nur noch ein DD. Euer DD ist unterwegs Richtung, was hast du gesagt, A oder B? A-Cap, genau. Fährt A-Cap. Natürlich am A-Cap Rad entlang, fährt jetzt ins Cap rein. Die Frage, alles was klar. Ihr auf der Südseite habt oder irgendwas denn aufbauen kann. Naja, die Gearing steht hinter der Insel, südlich von A. Traut sich noch nicht rein, der Legend. Und wir haben zwei Hindenburgs und Lockenpower. Jetzt sollte alles offen sein, weil hier alles mit der Flak schießt. Aber kein Radar, gar nichts auf dieser Seite. Und Legend sollte auch offen sein, der schießt ja, nämlich hier gegen. Ja, ist gerade offen. Frage, ob das clever war oder ob das... Autsch. Wie viele Hits? Wie viel Life? Na gut, 1000 HP waren das, aber das tut halt auf einem DD schon weh. Auf einem DD auf jeden Fall, auf jedem Schiff, wo du nicht reparieren kannst. Also der A-Cap wird für Odemortis kaum einnehmbar sein, solange Captain Stewie dort hinten rumsetzt. Natürlich kann er sich hinter irgendeiner Insel hier verstecken. Aber das wird... Oh, Captain Stewie nascht schon hier ein bisschen. Naja, er steht zur okay. Breitseite, aber er steht hinter der Insel. Da kommt man in der Regel nicht drüber. Mit der Wusste wiederum wäre das möglich. Ja, die kann man ja noch nicht spielen. Das finde ich... Da bin ich echt gespannt drauf, wie es einfach im nächsten King of the Sea sein wird. Halt die kann... Also mit der... Die kann ja auch HE benutzen. Ich schätze, dass man dann vielleicht einen Radarkreuzer tatsächlich ersetzt durch eine Wooster, die über ihren Gunwinkel über Inseln drüber schießen kann, genau, und auch abfackeln kann vor allem, was die Minotaur halt nicht kann. Das heißt, auch angewinkelte Ziele oder sowas kann man mit der Wooster sehr, sehr schön auf Dauer runterschießen.
Aber solange das Schiff noch nicht da ist, braucht man auch gar nicht so großartig zu spekulieren, glaube ich. Warum schaut sich so aus, MNF hält jetzt Arcap in einer recht großen Übermacht. Oder Mortis hält einfach unten einen Kegel mit 4 Schiffen. Einfach quasi in die Delay-Game. B-Cap ist an Old Mortis gefallen, ebenso das C-Cap sieht gerade sehr gut aus. Auch wenn die Gearing von Old Mortis jetzt gespottet war, ich sehe ihn gar nicht. Okay, jetzt ist gleich offen. Wurde gerade eben reset. Es laufen Torpedos auf dem Montana. Auf Lumenia. Es ist bislang nur ein einziges Torpedo offen. Alle anderen sind noch zu. Ist die Frage, auf welcher Seite sind die Torpedos offen? Die quasi, wo ich jetzt Midships. Am Bug oder am Heck? Midships. Die, wo am Heck hinten dran sind. Es kommen nämlich vorne noch welche. Oh, dann dreht er gerade böse raus. Aber es sollte reichen vom Aussehen her. Kriegt er die Riesenlücke da? Nein, er lascht ein. Ich sogar zwei. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, da ist einer, ja, am Po. Und vorne an der Spitze noch ein, oder wie? Nein, nur ein. Okay. Verschieben halt wieder. Ja, sonst. Ich glaube, sie wird schon einiges kassiert. Ich weiß von was. Jetzt sind wir bei 28.000. Ja, er steht hier hinter der Insel und ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste der Kurfürst sein. So, aus ja, okay, B. Das kann sein. Schauen wir mal gerade rüber. Kurfürst hat seine Türme auf der Seite, auf der richtigen. Ja, er kann einmal gewirkt haben. Ansonsten, es gibt hier gerade eigentlich nichts dafür zu sagen. Es ist gerade ein bisschen festgefahren durch Ende. Hartz Arke mit einer Übermacht an Schiffen. Schickt jetzt ihr Gearing ins B-Cap rüber. Aber ansonsten geht noch relativ wenig. Irgendeiner schreibt, Rain hat 2-0 gewonnen gegen Tengo. Echt? Krass. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Wohlockenpower Breitseite mit seiner Montana. Glück gehabt. Gar nicht mal so wenig weh getan. Ja, das wird jetzt hier sich wieder so entwickeln wie in den anderen Spielen wahrscheinlich. Die Schiffe werden sich gegenseitig runterschießen und die Punkte werden hochticken. Ganz zum Schluss, wenn die Punkte einfach sehr, sehr, sehr hoch sind, werden sie quasi alles reinschmeißen, damit es wieder so ein Matchball einfach sein quasi. Oh, ja, jetzt der aus. Bei A auf die Hindenburg. Trifft nicht. Und da ist Captain Stewie wieder ganz kurz offen gewesen. Zwei Caps mittlerweile für Ode Mortis, allerdings wird der B-Cap gerade wieder eingenommen mit der Gearing von MDiv. Das bedeutet aber auch, wenn Ode Mortis das jetzt erkennt, sie könnten mit den Legend Begins eventuell den A-Cap versuchen einzunehmen. Weil es ist kein DD vorhanden, der sich hier reinstellen könnte, um es zu belayen. Aber das ist zu riskant. Also es gibt ja hier diese kleine Insel, wo er hinterfahren könnte. Der Styrian fährt aber viel zu weit vor. Da kann er hinfahren, aber halt durch die Styrian ist so weit vorne, dass er da auf jeden Fall drauf wirken könnte. Und wenn halt 35 Sekunden hier halt einfach wirklich der DD im A-Cap hier an der Insel hinten dran sitzen müsste, um halt das Cap zu holen. Oh, CV-Strike auf Greif. Oh nein, Greif geht raus. Greif geht raus, er wurde vom CV gestrikt aus C. Und damit verliert Ode Mortis ein sehr, sehr wichtiges Schiff. Und damit das erste Schiff in dieser Auseinandersetzung. Und die Möglichkeit, die Caps einzunehmen, wie sie wollen. Oh, ist das bitter. Jetzt verliert Ode Mortis richtig viel Feuerkraft. Also sie hatten davor schon weniger Feuerkraft, aber... Die Möglichkeit, die Caps ohne Probleme zu verbessern. Genau, aber jetzt ist nämlich ihr... Das, was es ausgeglichen hätte, diese Beweglichkeit, die Dynamik, die sie hatten durch die beiden DDs, das ist jetzt nicht mehr gegeben. Und MDF 1 hat jetzt einfach die Feuerkraft im Vorteil. Oh, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Moskva zieht sich zurück, brennt, hat 14.000 HP, wird weiter gefokust von Imperator auf Chaos, das trifft aber gerade nicht allzu viel. Und jetzt ist die Frage, ob der Legend beginnt wirklich. Beginnt wirklich versucht, dort reinzufahren. Die Styrian kommt weiter vor. Richtig böse kassiert. Natürlich, Ende Vater, echt mehr Schiffe. Sie können, glaube ich, echt runterfahren. Noch. Auch wenn Endiv eigentlich momentan durch zwei Caps hat, nicht groß. Oh, es laufen Torpedos noch auf die Styrian. High-End Biff fährt jetzt hier gerade ins B-Cap rein. Wird aber von der Seite von der Montana beschossen. Bei A? Die Torps sind offen. Wird nichts treffen, den Hindenburg. Achso, beim Arc. Beim Arc-Cap, ja.
Mein Kit, alles hat vorbei. Okay. Okay, Iron Biff jetzt mit seiner Minotaur dort im B-Cap drin. Ist wichtig, dass er den blockiert. Die Frage ist er sicher? Weil die Yamato, nein, die könnte hier rüberschießen, wenn er aufgehen sollte. Nicht die Yamato, eventuell. Wenn Biff aufgeht, kann Montana kann hätten Winkel auch, wenn er zu weit hinten steht. Von links würde halt hier die Yamato auf ihn draufkommen. Er dreht die Türme. Er hat sich so halb auf Biff gerichtet, aber er guckt natürlich nach vorne, eher Richtung Legend. Und Legend stellt sich jetzt wirklich dort in den A-Cap rein. Ist natürlich super gesehen jetzt, das habe ich gerade überhaupt nicht bedacht. Die Moskau musste sich zurückziehen, dadurch ist natürlich kein Radar gegeben bei A für MDiv. Und Legend kann sich ohne Probleme, ohne weiteres den A-Cap sichern. Alle drei Caps wurde Mortis an der Stelle. Wichtig, Punkteausgleich gleich. Und sogar die Yamato. Nefex wird hier systematisch runtergeschossen. Fokus, aber mit dem Chaos. 11.000 Life nur noch. Aber eine gute Salve. Das ist aber nicht so schlimm als Kreuzer, weil du kommst ja wieder weg, meistens. Und du hast Concealment. Als Yamato dort vorne so viel zu verlieren, du bleibst an dieser Insel kleben, du kommst nicht mehr weg. Auf die Yamato. Kommt auch seitlich dann, aber leider keine. Zu hoch. Oder zu tief und unten am Gürtel abgeprallt. Biff ist in der Mitte. Weiß ich was. Jetzt kann die Yamato auch nicht mehr auf Biff schießen, ne? Und es steht ein DD von euch im B-Cap. Ja, ja, das ist Regent Khan, der Nerd-Insel einfach steht. Gegenüber von Biff. Und hat darauf gewartet. Aber Ember spielt jetzt hier wirklich auf der C-Seite mit doppelt hinten Burg und der Montana ins C-Cap rein. Wer das Cap auch auf jeden Fall bekommen. Oh, der DD ist offen. Icy Jones. Regent Khan ist offen. Biff hat sein Radar gezündet. Und er steht breitseitig. Und das tut richtig weh, wenn er so weiterfährt. Er darf das nicht machen. Das sind. Nicht oh, da hat er. Ja, hat er Glück gehabt, dass das Biff ein bisschen daneben gesammelt hat. Minimal, weil zwei Salven bedeuten normalerweise 10.000 HP weniger auf eine Gearing, auf die Distanz, wenn die treffen. Das glauben die meisten Leute nicht, aber das kennt man aus dem Ranked. Aber das ist hier mit der Idee eigentlich so. Z52 ist auch ziemlich ähnlich. Eigentlich noch schlimmer. Wie sieht's oben aus mit der Yamato? Yamato ist inzwischen, glaube ich. Nee, wird immer noch weiter gefokust, ist bei 14.000 Life, steht in dem Berg. Wie gesagt, die kommt da nicht mehr weg. Die kommt da nicht mehr weg. Hast du absolut recht. 13.000. Und ich glaube, er hatte gerade eben erst repariert. Warte, jetzt nochmal ein Brand. Doppelbrand, glaube ich sogar. Ja, tatsächlich. Ui. Doppelbrand. Er kann da nichts machen. Er steht dort an der Insel, kann nicht schießen und stirbt aber weg. Also, das war ein Fehler, dorthin zu fahren. Irgendwie. Aber das weiß man im Nachhinein halt immer erst so. Aber ganz er hätte es geben. Brand kann man gegenhalten. Ja, aber da muss halt die Hindenburg, also beide Hindenburger, Vogel auf dem Zaun und Styrian, die müssen gucken, dass sie die wegdrücken. Jetzt konnte der Nefex reparieren. Wenn jetzt noch mal ein Brand drauf ist, jo, okay. Nefex ist echt ein Problem. Aber wenn du guckst auf der D-Seite, oder Mortis ist noch ein Punkt, die hat auch zwei Caps. Das war's. Aber MDiv bewegt sich jetzt wirklich mit Hindenburg und mit dem Plan ins B-Cap rein. Er hat repariert. Ah, es reicht aber nicht. Das reicht nicht. Das ist schade, es reicht nicht. Aber das war klar, dass da irgendwie die Yamato nicht mehr wegkommt. Wie gesagt, ein Kreuzer kommt da eventuell noch kurz weg. Ein Battleship, hast du keine Chance mehr. Gutes Fokusfeuer von OM auf der Seite, aber. Genau, OM muss es quasi wirklich nur verhindern, dass halt wirklich MDiv es schafft, das A oder das B-Cap einfach zu blockieren, weil es sind natürlich noch 7 Minuten Spielzeit. Das werden sie schaffen. Alles in allem, guckt das mal an. Die HP, sie haben zwar ihren DD verloren. Ist eigentlich OM momentan nicht im Vorteil. Aber OM ist vorne, hat 900 Punkte zu 610. Wenn MDiv nicht ganz schnell irgendwie den B-Cap blockiert und den A-Cap blockiert, und das versuchen sie jetzt, glaube ich, hier. Die Hindenburg ist gleich im A-Cap drin, hinter der Insel. Captain Stevie hat gerade eben ziemlich viel kassiert. Das oh ja, ich sehe es. Das war wahrscheinlich eine Salve von heute hier Panzo in seiner Kurfürst. Oh, das ist gefährlich jetzt für Stevie. Er ist immer noch offen. Ja. Und Regent Khan, die gerade am B-Cap, fährt durch rückwärts ins Cap rein, um halt hier das B-Cap auch zu testen, zu blockieren. Die Salve kommt und ich weiß nicht, ob Stevie das überlebt. Oh je. Yeah. Es müssen ja nur ein paar Overpens, Pens hin. Ein Treffer? Ein Treffer, aber Treffer ein Overpen. Es zu. Ich sehe keine Schüsse mehr. 3700 Life hat Stevie noch. Und jetzt haben wir so passt Vogel auf dem Zaun. Drüben beim A-Cap hatte ich gerade eben irgendwas richtig massiv. Top. Bei 10.000 Life. Tops auf Legend. Schafft er aber auszuweichen.
Ja, 3000. Oh, das sieht nicht gut aus für MDF. Wenn Vogt aus dem Zaun jetzt raussteht. Er kommt da nicht mehr weg, er steht spitz, er kann nicht mehr schnell wegfahren oder so. Er wird offen bleiben, wenn der CV Licht macht. Alle drei Caps für MDF an der Stelle, aber das bedeutet halt nicht so viel. Wenn jetzt noch zwei Schiffe sterben, dann ist das durch. Dann hat Ode Mord ist das gewonnen. 978 Punkte. Ich nehme mal an, die OM versucht jetzt um die Moskau rauszugehen. Da kommt auch quasi eine Torpedostaffel gerade und Panzo wird definitiv auch nochmal drauf schießen mit seiner Kurfürst, wenn er einen Aufklärer gerade mal parat hat. Er dreht die Türme weg. Nee, er dreht die Türme weg. Er schießt nicht drauf. Ich weiß nicht wieso. Sie müssen halt irgendwas rausgehen. Keine Reichweite. Sie müssen halt echt irgendwas rausgehen. Ich weiß nur was. Es wird jetzt gepinkt auf die Moskau. Es sind 500 Punkte. Es werden noch 5 Minuten gespielt. Also sie haben noch Zeit. Aber sie dürfen halt im Umkehrschluss auch nichts verlieren. Sonst ist das wieder durch. Mit dem ein Schiff rauszuhüten. Und ich glaube, jetzt gehen sie auf Dysturion. Jetzt versuchen sie hier alles irgendwie um Dysturion rumzuwickeln, was sie noch übrig haben. Torps sind schon raus, die laufen an der Insel vorbei. Ah ja, Biff steht auch wirklich quasi so, dass halt hier auf Dysturion direkt rausschalten kann. Weder noch die Moskva. Super. Selbst der letzte Maniac ist auch. Oh, die Salve auf die Moskva, Salve auf die Moskva. Ist daneben. Die nächste Salve. Ich sehe sie, ich sehe sie. Aber zu kurz geschossen. Oh, da kommt noch was. Und ein Hit, aber kein Schaden. No damage hit. Modultreffer wahrscheinlich. Lock Power, ja. Oder Abpraller. Da, aber von dem Rufus kommt noch mal was. Ei, Stevie. Der hat so ein Dreh, der Stevie. Hau ab da. Oh nein. Raus. Oh, die letzte gerade heute vom Kurfürsten. Kilometer, gib dir das. Holy moly. Oh, und damit ist das Spiel für MDiv vorbei. Oh, ist das ärgerlich. Hui. Ganz knapp. Also wirklich ich muss sagen, beide Teams haben doch wirklich... Ja, also die Spiele davor jetzt. Die haben es richtig gut gespielt. Die waren super knapp. Das Spiel jetzt am Ende, das war nicht ganz so knapp. Und das, naja, gerade eben, das bezog sich jetzt auf meine Aussage ganz knapp am Ende, aber Mensch, ich meine, es hätte sich vielleicht noch wenden können, wenn da ein OM-Schiff rausgegangen wäre und alle drei Caps auf der Seite von MDiv geblieben wären, dann wäre es wieder ganz, ganz knapp ausgegangen. 100 Punkte Switch, 100 Punkte quasi, einfach als Ausgleich, und dann hätte MDiv einfach noch deutlich mehr Zeit gehabt. Aber GG an beide, well played. Meine Güte. Aber wirklich. Holy moly. Ach, dieses 5 Minuten Delay. Krass. Okay, Leute. Damit steht es 2-1 für Ode Mortis gegen MDiv. Und Ode Mortis zieht damit ins Finale ein. Wie gesagt, das waren sehr, sehr coole Gefechte heute. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu casten tatsächlich. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Weil...